Hallo und willkommen zurück bei Landwirtschaftssimulator 15. Wir haben uns beim letzten Mal ja ein neues Feld gekauft. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal gucken, wie es aussieht. Ich habe nämlich, wenn ich ehrlich bin, voll vergessen, ob wir was machen müssen da. Wir rennen mal durch die Nacht. Nachts um 1 Uhr. 20 vor 2. Oh nein. Feld 6. Das war ganz schön lang. Wir können natürlich auch hier gucken, ne? Glaube ich. Irgendwo war es doch. Feld 6 im Wachstum. Ja, da haben wir es doch schon angesehen. Scheinbar. Na, so gut. Kann es sein, dass wir noch die Düngersteuer holen müssen da oben? Das ist, glaube ich, im Bereich des Möglichen, ne? Ich bin nur überlegen, ob ich die Strecke vom Feld 16 zum Feld 6 mit Cosplay mache. Und gerne ich nämlich nach und nach schon mal die Gerätschaften alle da hochbringen. Oder wieder runter. Ah, nachts braucht man nicht blinken. Das tut nachts nicht Not. Ja, klar, haben wir da gedüngt. Ich hab doch alles hier auf der Ecke liegen lassen. Bin doch hier da über die Felsen gefahren. Stimmt. Und da steht doch schon unser Düngerstreuer. Also mal gucken, dass wir ein bisschen Geld scheffeln, dass wir uns das große Feld kaufen können. Ja, nee, Müser. Da war ich wohl ein bisschen schräg, ne? So, wie sieht's denn aus? Der Mähdrescher ist noch nicht voll. Das ist gut. Ich weiß jetzt nur nicht, wo wir den ganzen Raps verkauft haben. Ich glaube auch zur Treidemühle da hinten, ne? Eieiei, das dauert noch ein Röntchen, bis wir hier was geschissen kriegen. Ich ärgere mich echt immer noch, dass ich mit mittlerer Schwierigkeit angefangen habe. Anstatt einfach. Wir haben schon eine ganze Ecke weiter. Oh, voller Verkehr hier. Mitten in der Nacht. Kommen wohl alle aus der Kneipe. Alten Sprittis. Ach, eine Affenhitze ist das draußen. Nö, aufhören brauchen wir nicht. Stehen wir schon am Straßenrand. So. Dreschi ist bald fertig. Und dann fahre ich gleich, glaube ich,
Ja, eigentlich mit dem Mähdrescher, ne? Nee, Mähdrescher dauert zu lange. Mit dem Trecker gleich, wenn ich leer hab. Nee, das machen wir. Ne, erst bringen wir das Zeug weg. Und dann fahren wir die Strecke ein mit Curseplay. Das war der Überführungskurs quasi. Von Feld 6 zu Feld 16. Das ist ja erstmal unser Hauptmanko hier. Haben wir noch Raps im Lager rein, so will ich. Raps ist leer. Bringen wir trotzdem da hoch. So. Natürlich mit Licht. Sonst sieht man nicht. Ja, ist eigentlich schädig, mit welchen wir einfahren, oder? Wie gesagt, ich habe ungefähr zur selben Zeit noch ein Offline-Spiel gestartet. Selbe Map, nur auf leicht. Und da bin ich ein Eckchen weiter. Da konnte ich mir schon das große Feld leisten. Und zwei weitere Anhänger. Naja, von nichts kommt nichts, ne? Tralali, tralala. Entschuldigung. Ja, so sprudelt das Geld in die Kassen. Nee, wir nutzen doch Crossplay für den Überführungskurs auf jeden Fall. Zack, zack. Ich bin nur am Überlegen, ob wir erst zum Hof fahren oder... direkt da hoch. Ne, wir fahren vom Feld 16 zu Feld 6. So machen wir das. Bei der BGA, die Felder unten runter sind ein bisschen mager, ne? Um danach Mais anzubauen. Weiß es nicht. Naja, das dauert ja eh noch, bis wir uns das leisten können. Also nicht nur die Felder, sondern auch. Da gibt es einen anderen Kletterer-Dutch. Ich würde sagen, wir starten einfach hier. Und den Rückführungskurs machen wir bis da hinten hin. So ist mein Plan. Rechtsklick. Zack, 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 Überführungskurs. Ja, wird da schnell gefahren, ne? Wird hier schnell gefahren.
Ich würde sagen, ich sage schnell gefahren, die Strecke so. Ich hoffe, dass der Mähdrescher nirgendwo hängen bleibt. Sonst muss er den halt selber fahren. Ist ja erstmal Rille, ne? Deswegen fahren wir, glaube ich, erstmal ein bisschen mittig, damit der Mähdrescher auch schön fahren kann. Schicken wir den nämlich gleich als erstes da hoch. Und somit habe ich euch auch direkt Curse Bay präsentiert. Ei, wie wunderbar. So. Papp. Wenn du mal eine Kamera auf dem Feld, fahren wir nicht. Komm. Auf der Straße. Ablagegeschwindigkeit, wie wir ein einfahren. Maximale Geschwindigkeit. Ja, 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 ja. Warnleuchten. Und Umleucht auf der Straße. Und speichern. Schreiben wir einfach mal Feld 16 zu Feld 6. Speichern. So. Und dann fahren wir gleich den Rückweg. Rein theoretisch könnte ich den jetzt laden. Ja. So, den Rückweg machen wir von hier. Und los. Zack. 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 Fahren wir auch relativ mittig wegen metrischer Woll. Gellewoll. Gellejor. Ja, ich sollte vielleicht nicht zu schnell mit Kurven fahren. Dann läuft das auch besser. Entgegenkommen dürften sich die Fahrzeuge ja eigentlich nicht. Und uneigentlich weiß ich es nicht. So. Madame et Monsieur. So, hier können wir rechts fahren. Es gibt ja keine Bäume am Straßenrand oder sowas. Ja, fahren wir bis da unten hin, wo der Same steht und dann hat sich dem. Wie ich von Zauberhand fahre die Fahrzeuge nachher da hoch. Wir werden es jetzt gleich mit Mähdrescher testen, damit das auch läuft. Jo. Geschwindigkeit, maximale Geschwindigkeit, zack, zack, zack. Feld 6 zu Feld 16. So, Herr Mähdrescher. Dich drehen wir mal, weil sonst sieht das eh nichts. So. Also.
maximale Geschwindigkeit, rundumleuchtende Straße, Abfahrer raus nicht rufen und los. So, jetzt gucken wir uns das Drama nämlich mal an. Ob das klappen tut. Tut. Und wenn der da oben ist, dann ist er da oben. So, jetzt hat er den Kurs gekriegt. Jetzt hat er den Kurs genommen. Jetzt fährt er alleine da hoch. Und in der Zeit können wir ihn hier rein theoretisch säen lassen. Das kann sich säen lassen. Ja, der kann ja eigentlich nachher auch da hochfahren direkt. Das werden wir natürlich mal in der nächsten Folge machen. Wir warten jetzt, bis der Mähdrescher oben ist. Da oben in der Kurve scheint er zu sein. Jo, hier oben ist er schon. Aber Cursper blinkt auch nicht freiwillig, ne? So, jetzt müssen wir schon von einer Mauer vorbeikommen. Das habe ich jetzt nämlich auf der beim Einfahren nicht bedacht. Ei, leck mich am Arsch, war das knapp. Na gut zu wissen. Und da scheint es uns eingefallen zu sein. Ja, läuft doch. Und damit ihr seht, dass ich das nicht bin, lauf mal einfach mal nebenher und schau mal ein bisschen. Licht oder auch freiwillig angemacht, denke ich mal. Warte. Hey. So. Natürlich hätte man selber hochfahren können, aber wenn nachher beide Felder wachsen und so, dann kann ich den losschicken und dann anfangen zu mähen, wenn ich unten noch sehe oder so. So, rein theoretisch müsste er gleich da sein, unten müsste er stehen, hat Endpunkt erreicht. Hallo? Was ist das denn jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Aber schön, wie er da reinfährt. Jetzt bin ich ein bisschen baff. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe das immer nur so gemacht. Ich weiß nicht, warum der zurück will. Kurs beginnen am ersten Wegpunkt. Den hatten wir ja geladen. Feld 16 zu Feld 6. Das ist der Schädigoi. Ja. Keine Ahnung, gucken, wie es mit den anderen Dingen läuft. Und bis wir das herausgefunden haben, da ist schon fast am Säen, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann, wenn es dann immer noch nicht läuft, fahren wir den Kurs halt neu ein.
Oder probieren dann erstmal den Rückweg. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.